Leopard. Ey! Jawohl und hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren von meinen Let's Plays. Heute hier Mario Kart 8 am Start. Ja, das neueste Mario Kart heute released. Ich hab's jetzt schon 2 Tage. Warum habe ich noch nicht aufgenommen? Ja, ich wollte es erstmal ein bisschen antesten und wollte euch keinen Scheiß vorsetzen und würde selber erstmal gucken, wie es denn ist. Und es ist. Sag ich euch jetzt noch nicht. Ich sag's euch später. Was werden wir in diesem Let's Play machen? Weil es ist ja eigentlich ein Mario Kart. Und relativ langweilig eigentlich für die Leute. Nein. Einerseits ist es frisch released worden. Zweiterseits hat relativ gute Neuerungen. Und die möchte ich euch zeigen. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Also klar, man kann alleine spielen, man kann zu 2 bis zu 4 spielen. Bei 2 ist die Framerate, muss man ja sagen, bei 60 noch konstant, 59 bis 60. Bei 4 ist sie leider auf 30 runtergeschraubt, aber das macht dem Spielspaß natürlich keinen Abbruch. Man kann natürlich auch online spielen, zu zweit oder alleine oder zu zweit. Oder man kann mit Mario Kart TV das Ganze mit der Welt teilen. Das mache ich ohne Mario Kart TV, sondern einfach mit meiner Elgato mache ich das. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit einem Einzelspieler und gucken uns das mal ganz kurz an. Da kann man wie immer Grand Prix, Zeit fahren, Versus rennen und Schlacht machen. Wobei ich den Schlachtmodus euch nicht zeige, der hat mir jetzt nicht sonderlich zugesagt. Das kennt ihr, das ist das mit den 3 Luftballons. Man muss die Gegner abschießen, nur das Problem ist, dass es nicht abgesperrte Areale sind, sondern eine komplette Strecke, und das ist mir zu groß und irgendwie auch ein bisschen zu unübersichtlich. Ja, unübersichtlich wäre ja gut in dem Sinne, aber es ist einfach zu langwierig, bis man da dreimal, wenn man dazu mehr zockt und dreimal getroffen hat, oder bis man da dreimal getroffen hat, da vergeht Ewigkeiten. Versus Rennen, klar, man kann die eigenen Regeln machen, Strecken raussuchen, man muss keine, nicht die Reihe nehmen, sondern kann unterschiedlich nehmen, man kann Items einstellen, was man, wir können ja mal ganz kurz reingucken für euch. Ja, das sind die Fahrer, auf die gehe ich nachher mal ein. Ja, ja. Oh, ich habe was Neues freigeschalten. Oh, ein Paraglider, wir gehen jetzt mal auf okay. So, hier kann man jetzt einstellen, Teams oder ohne Teams, alle Items, Panzer, nur Bananen, nur Pilze, nur Bomb-Oms, nur Münzen. Ups, Entschuldigung. Ohne Items oder Münzen und oder Furios, also das heißt, da kriegst ein paar blaue ab in der Runde, das passiert. Dann natürlich Klasse 50 bis gespiegelt, also 50, 100, 55 und gespiegelt. Die Kommschwierigkeit ist normal oder leicht oder schwierig, wie immer. Alle Fahrzeuge, nur Karts oder nur Bikes. Auswahl, da kann man dann die Strecken auswählen oder man kann der Reihe nach oder zufällig, also dass dann irgendwie zusammengewürfelt kommt. Und wie viel Rennen, das ist klar, kann man 3 bis 32 machen, also 3, 4, 5, 8, 12, 16, 32 und 32 wären dann alle. So, aber genug davon. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen dumm verklinge, weil ich habe eine zu eine Nase. Ich weiß nicht, wo die herkommt, kam jetzt über Nacht. Ich mache mal ganz kurz hier meinen Regler runter. Moment. So, der Regler wieder auf die Mitte gestellt. Ich habe gerade meine Nase putzen müssen, das geht gerade gar nicht. Aber ich will euch einfach das Spiel schon mal präsentieren. Wie präsentiere ich euch das? Ich zeige euch alle Strecken. Ihr habt es ja schon gesehen. Hier zum Beispiel alles schon mal Gold. Hier noch nicht ganz, bin ich gerade dabei. Aber ich zeige euch den 150er Cup. Alle Strecken natürlich. Und das wird ein relativ kurzes Let's Play. Ich glaube, das haben wir so in 8 Parts abgefrühstückt. Mal schauen. So, zu den Recken gibt es leider nicht viel Neues. Hier kommen noch 2 von den Bowserlingen. Hier ist Ludwig, Morten und Lemmy. Kommen nochmal 2 von denen. Hier bin ich mir gerade nicht ganz sicher, was hier noch kommt. Klar, man kann mit seinem Mii fahren. Hat man auch freischalten müssen. Lakitu,
Baby Rosalina, die große Rosalina, Metal Mario, eigentlich ein ganz cooler Charakter, und Metal oder Rosa Gold Peach, ich hätte jetzt Metal Peach fast gesagt, Totette kann man nehmen, und sonst die üblichen Shy Guy, die Babys, Mario Luigi, lalala, ne, das kennt ihr ja alles. So, ich nehme eigentlich immer Metal Mario. Ich weiß nicht warum, das hat sich so eingebürgert. Ups. So, jetzt gucken wir mal, welches Bike, was ist das denn? Ein Crossbike. Okay. Ich nehme eigentlich immer das hier. Mit den Monsterreifen. Okay, dann nehmen wir lieber den Bowser-Kleider. Der kommt lustiger. So, und ich würde sagen, wir fangen im Mario Kart... also wir fahren im Pilzcup, fangen wir natürlich an. Man kann die Wagen, tut mir leid, das habe ich jetzt krass übersprungen, man kann die Wagen so individualisieren. Also was bedeutet, andere Kleider, jeder, mancher ist schwerer, mancher ist leichter, andere Reifen, was im Gelände besser ist oder auf der Straße. Und natürlich das Gestell vom Motorrad. Und hier sehen wir schon Pilzcup, erste Strecke, ist die Mario, das Mario Kart Stadion. Hätte ich jetzt mal krass gesagt, dass man das so nennen kann. So, und wir beginnen auch schon mit dem ersten Rennen. Wie gesagt, es ist nicht mein erstes. Ich wollte das hier nicht ganz blind machen. Turbostart macht man ganz gewöhnlich für Mario Kart typische Rennen, wenn man 2 gedrückt hält. So, und die, die Gegner sind bei 150 schon etwas mies. Bei 50... Bei 50 geht's noch, da sehen wir auch eine Neuerung, Antigravitation hier auf den, sozusagen auf den Strecken. Man kann, Wände hoch und runter fahren. Das ist sau interessant, sag ich euch. So hat man halt Haftung am Boden und kann nicht runterfliegen zum Beispiel. Es ist zwar eine Neuerung, aber sie fällt jetzt nicht sonderlich auf, würde ich sagen. Er steuert sich nicht großartig anders. Und hier haben wir schon mal ein Widerleg von Giga. Giga hat eine Review zu Mario Kart gemacht und hat gesagt, man kriegt die Tröte auf dem ersten Platz nicht. Doch, die kriegt man. Sieht man ja hier. Ich habe sie ja auch bekommen. Er steuert sich nur ganz wenig schwammiger, wenn man hier an, an den Wänden fährt, aber... Ey Leute, guckt euch das an. Grafisch ist das Spiel echt ein Hammer. Finde ich persönlich. Es sieht wunderschön aus. Die Gegner sind diesmal richtig, richtig schwer, weil sie nehmen auch Shortcuts und alles Mögliche. Das Item-Balancing ist noch ein bisschen seltsam. Ich weiß aber nicht, womit das zusammenhängt. Also in den Online-Mod, also in Online-Matches vor allem, war es ein bisschen seltsam. Da kriegt man als Zweiter einen Stern und als Sechster einen Queen Shell. Obwohl das Balancing halt echt gut sein soll, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht, weil die Server noch nicht so an waren, wie sie sollten, weil es wurde ja schon vor Release, hat man es ja schon bekommen, beziehungsweise habe ich es ja schon gekriegt vor Release und da waren halt noch ein paar wenige Spieler drauf. Und ja. Schon im ersten Rennen Erster geworden. Und da seht ihr hier rechts und links die Atmosphäre mit den Toads, die da oben sitzen und euch zugucken. Also grafisch ist das Spiel auf jeden Fall eine Bombe. Jetzt könnte man natürlich Highlights ansehen, nächstes Rennen oder beenden machen. Wir rutschen direkt ins nächste Level rein. Und gucken uns das mal an. So, jetzt sind wir hier immer noch im Pilzcup im Wasserpark. Jetzt kommt eine neue Neuerung, sozusagen. Man kann die Strecken... Ja, das sage ich euch, sobald es soweit ist, ne? So, und wieder Turbostart. So, Lemmy ist vor mir, jetzt nicht mehr. So, Neuerung Nummer 2. Wasserfahrten, genau. Man kann einfach im Wasser fahren. Das ermöglicht bei vielen Strecken einen relativ großen Shortcut. Man muss ihn nur nutzen. Also man muss nicht denken, dass ein Lakitu gleich wieder... Oh, Lakitu gleich wieder auf die Strecke holt. Nein. Oh, Lemmy, du Sau. Okay. Jetzt muss ich mich beeilen ein bisschen. Ich will ja nicht so abstinken. So. Und Paraglider haben wir natürlich auch, den konnten wir ja auch wählen zur Individualisierung. Wow.
Oh, eine Bombe. Da muss ich jetzt... Nein, ich bin voll reingefahren. Okay, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch Erster werde, aber das ist egal. So, Boomerang. Das ist auch ein neues Item, der Boomerang. Der geht... Oh, Lemmy ist da. Der geht dreimal, zweimal vor und zurück und beim dritten Mal kann man nur nach vorne und nach hinten werfen und dementsprechend ändert sich das dann, oder beziehungsweise muss man dann ein neues Item sammeln. Und wir haben uns tatsächlich doch noch auf den ersten Platz vorgeschlichen. So. Jetzt haben wir hier einen Boomerang auf dem ersten Platz, gar nicht schlecht. Aber ja, zum Patzer abwehren wird es wohl reichen. Wenn jetzt noch ein Blue Shell kommt oder dementsprechend, haben wir halt ein Problem. Aber das merken wir dann. So. Mario Kart typisch einsteigerfreundlich wie Sau. Also ihr seht schon, ich habe jetzt ungefähr einen Tag Spielzeit, würde ich sagen. Na, nicht mal einen Tag, ein paar Stunden Spielzeit. Und bin schon recht, ja, nicht gut, aber okay. Da gibt es natürlich welche, die haben da wieder sau übertrieben. Irgendwelche Japaner, die das natürlich schon 2 Jahre vor Release haben und da schon durchsuchten. Und Punkteverteilung ist auch wie in den alten Mario Kart 15 für den ersten, ich glaube 12 für den zweiten, 10 für den dritten, bla bla bla. So geht es entlang der Runde. Aber achtet mal bitte einfach auf das Detailreichtum von den Strecken. Einfach auf die schöne Grafik mal ein bisschen achten. So. Und hier kommt das dritte Rennen. Da hat jetzt der Tod einen besseren Turbostart wie ich. Der hat wohl etwas später 2 gedrückt. Hier schalten wir... Oh, ja, Münze, auch ein neues Item. Wird viel drüber abgekotzt, weil es einfach ein unnötiges Item ist. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. So. Eine Feuerblume, hey, auch ein neues Item. Aber jeder Mario Kart-Fan oder beziehungsweise jeder Mario-Fan wird ja wohl die Feuerblume kennen. Zu der brauche ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Ist recht simpel einsetzbar. Hier seht ihr schon, also man kann echt, also das Spiel ist echt einsteigerfreundlich. Oh, sehr gut. Okay, pack. Pack, pack. Oh, ich komme nicht um die Kurve rum. Egal. Hinter mir ist Toad direkt. Der klebt mir direkt hinten dran. Ey Leute, schreibt es mir doch einfach mal in den Kommentaren, ob ihr das Spiel habt. Weil es wird natürlich nicht nur das Offline-Modus Let's Play geben. Nein, es werden auch ab und zu ein paar Rennen mal eingefügt vom Online-Modus. Wann ich die Serie starte, weiß ich noch nicht, aber das würde ich dann gern mit dir tun. Wenn du dieses Spiel besitzt, eine Wii U hast und vielleicht noch Skype, was ganz angenehm wäre, damit man auch ein bisschen kommunizieren kann. Oh, verdammt. Dann melde dich doch bitte bei mir. Ich gebe dir dann meinen Skype-Eddy oder du gibst mir deinen, das ist ja dann relativ wurscht. Aber schreibt sich in die Kommentare, weil es gibt vielleicht viele, die dann... euch auch annehmen, wo ihr das vielleicht gar nicht wollt und lauter so Scherze. Deswegen schreibt mir einfach in die Kommentare, was denn ihr, ob ihr das Spiel, also ihr müsst nicht, wenn ihr nicht habt, müsst ihr es natürlich nicht reinschreiben, aber wenn ihr es habt, wäre es ganz schön, wenn ihr mir das schreibt und dass wir mal vielleicht auf ein Online-Match zusammen zusammenkommen könnte. Es wird viele Sprechparts geben bei mir, auch andere YouTuber werden mitsprechen, das kann ich jetzt schon mal verraten. Die das Spiel besitzen und auch aufnehmen dann in dem Fall. Wow, das war jetzt knapp. Der Rote... Hey, hätte mich der Rote erwischt, wäre Ding auf jeden Fall vor mir gewesen. Aber immer noch Erster. 45 Punkte zu 33. Mir könnte eigentlich gar nicht mehr viel passieren, außer wenn ich Letzter werde. So, und gucken wir uns die letzte Strecke für den Pilzcup mal an. Es sind die Steinblock-Ruinen, auch im Pilzcup. Auch eine sehr interessante Strecke. By the way, sind das die 16 neuen, die wir zuerst machen und dann die 16 Retro-Strecken.
So, letztes Rennen für diesen Cup. 2, 1. Okay, los geht's. Super, kein Item. Ja, Lemmy hat 3 Bananen. Aber natürlich. Was sollte er auch sonst haben? Hier könnte ich mich jetzt entscheiden, genau wie es der Lemmy macht, ob ich oben an der Wand fahre. Das sieht ja schon sensationell aus, oder? Geht da kurz hoch an die Wand, das ist ja unglaublich. Also hier könnte ich mich auf jeden Fall entscheiden, ob ich oben an der Wand fahre oder unten am Boden. Für meinen Teil glaube ich, dass es schneller geht, wenn man am Boden fährt. So, und jetzt muss ich Gravitation nehmen. Weil es einfach sonst zu steil wäre und wir runterfliegen würden. So. Mit dem Bowser-Gleiter Richtung Ziel. Jawohl. Sind viele Strecken, die ein bisschen... Oh, Alter. Gut gezielt, ey. Wer das immer auch war, der hat echt Bombe gezielt. Ja, super. Oh yeah. Habt ihr gesehen? Der Stein hat gerade einen Shortcut freigemacht. Aber trotzdem bin ich noch Dritter. Das ist ärgerlich, im letzten Rennen Dritter zu sein. Zweiter. Da seht ihr es, die Gegner nehmen auch Shortcuts. Jawohl, ich habe ihn mit meinem grünen wohl erwischt. Oder der mit seinem Boomerang. So, grün noch getroffen. Sehr gut. So. Wir nehmen natürlich den Shortcut. Wow, das war ganz knapp. Da seht ihr es auch. Man hätte jetzt auch im Wasser weiterfahren können, wenn man es nicht wirklich geschafft hätte. Habe ich für meinen Teil ja nicht gebraucht. Ich habe es ja gepackt. So. Und jetzt Richtung Ziel. Jawohl. Wow, sogar Gold bekommen. Oh Mann, sehr gut. Und wenn man Gold hat und in jeder Strecke Erster wird, also wenn man jeder Strecke Erster wird, man muss nicht unbedingt Gold kriegen, aber wenn man, also kriegt man ja automatisch, wenn man in jeder Strecke Erster wird. Aber man muss in jeder Strecke Erster werden, um auch 3 Sterne abzukassieren. So, die Sequenz schauen wir uns mal gleich an. Oh, so, der erste Cup schon beendet, das ist ja unglaublich, ey.